Hallo zurück zum Veteranenmodus von Resident Evil 2. Wir sind mit Claire Redfield unterwegs, haben die Polizeistation betreten und suchen nach unserem Bruder Chris. Ich habe nach dem letzten Part hier noch in dem Safe Room die Dinge gelootet, habe das Foto entwickelt und noch ein bisschen in meinem Inventar aufgeräumt. Jetzt gehen wir mal zurück hier in das Westbüro, Westseitenbüro. Hier gibt es auch ein paar nette Dinge, die wir uns gleich holen können. Zunächst einmal, bitte wirst du sterben gehen. Ach komm schon. Easy schneller, Claire. Danke. So, da gibt es auch noch einen Einsatzbericht. Dann können wir das Rätsel für Leon hier lösen, das ja aus den Anfangsbuchstaben seiner Kollegen besteht. Also David, Elliot und Neil, also Ned. Und hier war es MRG, wenn mich nicht alles täuscht, für Marvin, Rita und... Wer war der Letzte? George. So, und dann bekommen wir hier den Schnelllader für unser Revolverchen. Wird auch gleich kombiniert. Macht das Ganze einfacher. Mehr Munition ist immer schön. So, da sitzt ja noch einer, ne? Oh. Oh nein! Na komm. Danke. So, das Messerchen ist zerbrochen. Also zurück zum Unendlichen. Gut, damit hätten wir hier auch Ruhe. Und den Safe öffne ich natürlich auch gleich, obwohl wir den ja eigentlich, die Kombination ja eigentlich erst viel später bekommen. Aber da drinnen ist eine der wichtigen Taschen, die wir brauchen. 9. Fünfzehn. Sieben wäre es eigentlich gewesen, nicht acht. Passt. Gott sei Dank. Gut, viel mehr gibt's hier eigentlich eh nicht. Schießpulver noch.
gut. Aber das war's. Na dann geht's hinauf. Eigentlich gleich in den dritten Stock. Ah, da ist ja auch einer. Lady, du stehst ja dann auch auf. Kann ich dich eigentlich gleich messern? Ja. Arschloch. Okay. Ich meine, mich stört's nicht, wenn du runtergehst. Was zum Teufel? Dann bin ich dich gleich los, ich meine. Einmal rotes Kraut. Kriegen wir hier nicht gleich schon den ersten Tresor? Ja, ja. Sehr schön. Hm. Den Tresor mache ich dann wieder off-cam, wie gehabt. Ah ja, die Brandgranaten. Aber bis wir die benutzen können, dauert's noch. Ah, was war das? Das war Cap. Auch Brandgranaten und ein Toter. Gut, dann die Brandgranaten lasse ich natürlich gleich einmal liegen. Da müsste noch ein Freak kommen, oder? Kommt denn ein... Ah, stimmt, das war nur der Schatten von der Schaufensterpuppe. Nur im zweiten Durchgang ist hier einer. So, und das können wir auch gleich öffnen. Aber da ist nur Munition für die MP drinnen, ne? Die kriegen wir ja sehr spät erst mit Claire im ersten Durchlauf hier. So, gut. Der Peak-Schlüssel. Aber da sehen wir jetzt das erste Mal den Licker. Was war das? So, hier herinnen können wir noch nichts machen, glaube ich. Schießpulver. Bretter. Munition. Na genau, und hier wäre eigentlich schon wieder die nächste Tasche, aber hier ist keine. Gut, dann müssen wir eh wieder auf die andere Seite hinunter. Jetzt wird uns Marvin gleich anfunken. Nicht? Fair. Marvin hier. Wie schnell kannst du herkommen? Warum? Was ist? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Okay, bin auf dem Weg. Hm. Aber jetzt müssen wir erstmal hier durch die Bibliothek durch. Halbwegs unversehrt.
Oh. Mann, ich kletter wieder rauf. Sorry. Kein Claire-Frühstück heute. Ja, da komme ich ja noch nicht rüber, brauche ich erst den Wagenheber. Und da breche ich durch den Boden, ne? So, wer von euch steht alle noch auf? Scheiße. Ah, treffen wir es halt, ne? Ah, da ist noch ein Messer. Oh, du lebst ja auch noch. Und du, glaube ich, lebst auch, ne? Ja. Ja, okay, gut, du bist halt keine Gefahr gerade. So, haben wir Platz? Nein, wir haben keinen Platz. Und wir haben auch schon fast keine Munition mehr, deswegen werden wir hier mischen. So, und jetzt haben wir nämlich Platz. Jetzt können wir das rote Buch mitnehmen. Und auch das zweite Medaillon. So, was war das hier? Aha. Ich glaube, das war das. Ja, genau. Sehr schön. Und was haben wir hier noch? Noch mehr Schießpulver, was wir gerade nicht nehmen können. Gut. Junge! Bist du agil? So, und da brauchen wir jetzt den Pikschlüssel. Passt. So, verwenden wir den unten auch gleich. Da bist du ja. Komm her. Was ist los? Siehst du das? Oh mein Gott, er lebt noch. Du kennst ihn? Ja, das ist Leon. Kennedy oder so. Ach, der Neue kam mir gleich bekannt vor. Du kommst zu dem Hof da. Die Stufen hoch, Ostseite. Okay, danke, bin unterwegs. Jupp, diesmal ist Leon der, der draußen steht. Sehr gut, Abkürzung. Medaillon einsetzen.
So, grünes Kraut, das lassen wir das erstmal liegen. Die Stadtbroschüre. Und der nächste. Wer macht aus einem Museum eine Polizeistation? Ja, das fragen wir uns alle, Claire. So. 6, 2, 11. Man bringt uns jetzt natürlich noch nicht viel, das erweiterte Magazin für die JMP HP3, weil die kriegen wir ja erst ganz spät in der Parkgarage. So. Dann hier noch einmal den Pikschlüssel. Das war's jetzt eh schon, oder? Ja. Dann nehme ich das mit und verstaue es. Und den blöden Taschensafe werde ich auch einstweilen verstauen. Wie gesagt, den werde ich offcam machen. Dann muss ich weniger zusammenschneiden. So, 1, 2, 3. Passt. Das ist fürs Erste, glaube ich, alles. Yep. Farbbänder haben wir noch genug, aber wir müssen eh noch nicht speichern. Gut, dann jetzt in den Kunstraum. Oh, da haben wir auch noch mal Bretter. Ja, da kommen wir ja leider mit Claire nie durch. Denke ich zumindest. Ob das jetzt hier anders sein wird. Und die Waffenschrankkarte. Yep. Und damit kriegen wir das Zepter und den roten Stein. Dumm. Und zum Glück kein Licker, der durch das Deckenfenster kommt. Gut, so. Na dann schauen wir mal weiter. Wohin am besten jetzt? Okay, soll ich den roten Stein auch nochmal ablegen gehen, ist die Frage. Ich glaube, das geht sich aus. So. Einmal Helikopter, bitte. Genau. Grünes Kraut. Sehr gut. So. Der auch erst anfängt zu brennen, sobald wir hier rausgehen. Hey! Claire? Leon? Ich bin gleich da!
Leon! Wir sollten aufhören mit diesen Treffen. Geht's dir gut? Polizeihubschrauber. Wie aus dem Nichts? Ja, bestens. Du hast wohl auch keinen Schlüssel. Nein, leider nicht. Ist schön, dein Gesicht zu sehen. Wie schlägst du dich? Ich halte irgendwie durch. Höllische Nacht, was? Ja. Was von deinem Bruder? Ja, tatsächlich. Er ist... Gerade wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden. Leon, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich. Bring dich einfach in Sicherheit. Nein, Leon, wirklich. Die sind gleich durch den Zaun. Bitte, geh schon. Wir schaffen das. Beide. Ja, der Punkt, wo Leons... Hey Marvin, das ist übel. Hier sind überall Zombies. Marvin? Marvin, sind Sie da? Marvin? Gott, das darf nicht wahr sein. Wo Leons B-Kampagne beginnt. So, da haben wir jetzt unseren Bolzenschneider. Sehr schön. Da kommen die ja Gott sei Dank nicht durch, ne? Nö. Oh, der Bolzenschneider. Und die Waffenschrankschlüsselkarte. So, da habe ich ja schon... Da habe ich noch nicht zugemacht. Okay. Oh nein! Wie bildete ich mir ein, ich hätte da schon zugemacht gehabt. Aber dann nicht. Es geht auch so. Da drinnen muss ich natürlich auch gleich zumachen. Oh, da drüben wankt einer, gut. So, was brauchen wir hier am dringendsten mal? Oh, da ist ein Farbband. Schön. Statt eines, glaube ich, grünen Krauts war's. Wir brauchen auf jeden Fall mal... Nein, kein Schießpulver. Scheiße. Oh, Bolle. Sag mal, fall halt um. Okay, ist da nicht noch einer? Oder habe ich die jetzt schön ausgesperrt schon? Okay, da ist der Ventilgriff. Ja, ja, gut, gut. Noch mehr hochwertiges Schießpulver. Okay. Ich brauche doch... Ach, hier ist die Sicherung. Okay, aber ich kann sie nicht mitnehmen, weil ich jetzt eben doch zu viel Platz habe. Ach Gott. So, sind da draußen nicht noch welche jetzt? Nein? Okay. Nichtsdestotrotz muss ich irgendwie diese Sicherung mitnehmen.
Gut, dann werde ich irgendwas benutzen müssen. Bin zwar gesund, aber was soll ich machen? Jetzt muss ich in der Eingangshalle wieder mal ein bisschen was ablegen. Bretter brauche ich momentan auch nicht. Wo brauche ich den Bolzenschneider noch? Ach ja, genau, da hinten. Genau. Aber da muss ich noch einmal durch den Gang da durch. Mist. Kann ich nicht von der Seite machen. Okay. Naja. Dann werde ich jetzt mal das ganze Zeug zusammensammeln, was ich da jetzt im großen Büro liegen gelassen habe. Und im nächsten Part geht's dann weiter mit dem Bolzenschneider und mit der Waffenschrank-Schlüsselkarte. Ach ja, und den tragbaren Tresor werde ich jetzt natürlich auch off-cam lösen. Wir sehen uns wieder bei Resident Evil 2. Veteranenmodus. Keep gaming.